Die EU-Kommission fordert von den Mitgliedstaaten der Union mehr Geld. Bundeskanzler Karl Nehammer erteilte dem aber eine Absage. Er fordert Umschichtungen im EU-Budget, um gestiegene Ausgaben für Ukraine-Hilfe und Außengrenzschutz stemmen zu können. Wir sind Nettozahler, das heißt, wir reden davon, dass das Geld, das wir der EU geben, auch Steuergeld ist, betont der Kanzler gegen dem Ö1-Morgenjournal am Freitag. Die Verwendung schon vorhandener Mittel sei prioritär zu setzen, bevor man wieder neues Steuergeld von den Mitgliedstaaten einfordert, so Nehammer. Potenzial dafür, Mittel umzuschichten, also an anderer Stelle zu streichen, sieht er etwa bei der Verwaltung, die bis zu 13 Milliarden Euro koste. Einsparungspotenzial sieht der Bundeskanzler auch beim Kohäsionsfonds und beim Wiederaufbaufonds der EU, die noch nicht ausgeschöpft seien. Die Kommission selbst gibt demgegenüber zu bedenken, dass der Großteil der Mittel aus den beiden Fonds, Nehammer sprach von einem Volumen von insgesamt 480 Milliarden Euro, bereits reserviert seien und zudem noch bis Ende der Budgetperiode abgerufen werden könnten. Zudem sei der Einsatz der Gelder durch Verordnungen geregelt und daher nicht einfach so verschiebbar, argumentierte die Kommission. Nehammer fordert zunächst Überlegungen zur Verwendung der bereits vorhandenen Mittel. Es wäre gut, dass die EU-Kommission vorlegt, wie sie umschichten will. Und dann werden wir uns anschauen, ob das tatsächlich so funktioniert, dass es zum Besten der Mitgliedstaaten ist. Zudem gab auch zuletzt Johannes Hahn, EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, zu bedenken, dass das zusätzliche Geld auch dafür eingesetzt werden, um Wünsche der Mitgliedstaaten zu erfüllen. Damit soll unter anderem der Außengrenzschutz verbessert werden, was auch Österreichs Regierung verhemmend einfordert. Die EU-Kommission hat die 27 Mitgliedstaaten aufgefordert, rund 66 Milliarden Euro zusätzlich zum mehrjährigen Finanzrahmen bis 2027 beizutragen. Dies soll etwa den Bereichen Ukraine, Migration und Wettbewerb zugutekommen. Für Österreich würde die Aufstockung 1,6 Milliarden Euro zusätzlich bedeuten. Finanzminister Magnus Brunner hatte damals umgehend diese Forderung abgelehnt. Österreich könne als Nettozahler einer Aufstockung der Mittel nicht zustimmen.